Hi, ich bin der Sven, ich bin Entwicklungstechniker bei der Firma Kjellberg. Heute zeige ich euch, wie ihr die Ausrichtung eures Plasmabrenners überprüfen könnt. Um gute Schneidergebnisse zu erreichen, ist es wichtig, dass der Plasmabrenner perfekt ausgerichtet ist. Um das zu überprüfen, nutzt ihr am besten unseren Brennerdorn und einen handelsüblichen Messarm mit Messuhr. Den Brennerdorn schließt ihr genauso wie einen Brennerkopf an. Als nächstes positioniert ihr den Messarm am Brennerdorn und setzt die Digitaluhr auf 0. Jetzt kann der Messvorgang beginnen. Um den Prüfvorgang abzuschließen, wiederholt ihr die Messung in der anderen Achsrichtung.